Ja, jetzt was geht ab? Aber wieder am Standard, willkommen zum Craftmeer-Channel, Leute. Wir wollen heute, ganz genau, wir wollen heute unseren Quizraum bauen. Leute, ich habe hier schon mal so kleine 4 Dinger gemacht, Leute. Ich werde mal ganz kurz erstmal die Umrandung machen. Es wird relativ simpel sein. Worum es eher hier geht, ist, dass wir einen coolen Raum uns machen. Und darin vielleicht ein bisschen innen drin so schön alles machen. Also, dann gehen wir hier mal 1, 2, 1, 2, 1, 1. Haben wir hier so einen schönen Eingang rein. Leute, das wird nichts Wildes sein, aber es wird was Cooles sein. Das kann ich euch auf jeden Fall schon mal versprechen. Vielleicht machen wir Emeralds-Eingänge. Dafür hole ich mal ganz kurz ein paar Emeralds. Ich habe ja Emerald-Blöcke und ich habe normale Emeralds. Aber ich habe ein lautwartiges Lagersystem. Oh, wir haben einen Smaragd-Block. Nice. Ja gut, meine Freunde, das war jetzt natürlich nicht so geplant. Habe ich noch irgendwo Emeralds hier rumliegen? Nee. Wir tauschen uns gerade schnell ein paar Leute. Oh, guck mal, wie viele Villager ich wieder hier habe. Nice, ich habe den einen Stack Brot gegeben. Und gucken, wie viele wir wieder haben. Wenn ich wieder Leute brauche, dann läuft das Ganze natürlich. So, dafür haben wir genau Glasscheiben. Aber ich tue mal ganz kurz hier so die unnötigen Sachen, die wir gerade nicht brauchen. Tun wir da rein. Dieses Army-Dinger bräuchte ich vielleicht sogar noch. Ich bin ein Auge mal mit uns rein. Dann tauschen wir einmal ganz kurz mit den Leuten hier Emeralds. So, so. Das machen wir ganz schnell, meine Freunde. Oh, ich habe wieder, glaube ich, Glas hier übrig. So, so, so. So, meine Freunde, wir ziehen das hier einmal so durch. So, meine Freunde, jetzt haben wir uns Emeralds gemacht und die müssen wir umwandeln dann am besten. Hier haben wir so eine Workbench und die mache ich dann so hin. Da haben wir 5 Stück jetzt von denen. Schon mal nice. So, und dann mache ich, glaube ich, als Eingang rein. 1, 1, 1. Und dann verbinden wir das einmal so. Oh, Leute, das sieht doch schon mal nice aus. So, Emerald-Eingang, bam, bam, bam. Da muss ich überlegen, was für einen Boden ich mache, aber den kümmere ich mich gleich. Und dann gehen wir mal hier alles so hoch. So, gehen wir hier 3 hoch, Leute. Und was ich halt machen will, ist so ein Kartentisch, ja, wie was für ein Villager gibt, wenn die Bücher tauschen sollen. Das wird mein Podest sein, wo ich die Fragen stellen werde. Dann werde ich noch jeweils 2 Sitze machen. Dort wird die... Oha, Leute, warte mal, hier ist ein Insekt. Ich komme sofort. Oh, das ist wieder weggeflogen. Hier ist irgendwie so eine Fliege da. Holy moly. Gut, dann lass mich aufnehmen, Fliege, und dann ist alles okay. Ja, dann darfst du hier auch chillen. Ja, ich bin da jetzt nicht so kleinlich, mein Bester. So, dann machen wir hier mal gerade ein bisschen was bauen hier. So, ich werd vielleicht danach nochmal so im Außending sein. Worum das Ganze geht, Leute, habt ihr in der letzten Folge ja gesehen, ja? Ich werde mal 4 bis 5 Fragen stellen. Und dann, wenn derjenige alle Antworten richtig abgibt, ja, dann kriegt er 20 Diamanten, Leute. Das ist wirklich viel. Aber ich denke mal, ich werde das dann auch so machen. Ja, ich habe jetzt einmal mit Stani das gemacht. Das ist eine gute Werbung gewesen. Und dann müssen die Jungs bezahlen, meine Freunde. Und ganz genau, da müssen sie bezahlen. Und wer dann verliert, kriegt halt keine Diamanten. Und so kriege ich dann Diamanten. Und wir haben hier noch ein Dia übrig. So, 1 der Raketen, 1 Diamanten. Oh, guck mal, Leute. Das kann auch... Okay, eigentlich ist egal. Weil wenn die mir das geben, das ist eigentlich auch okay. Weil, dann mache ich einfach den hier, meine Freunde. Mal gucken, das sind jetzt... Wir haben 19 Diamanten. Na gut, dann haben wir 10 Diamanten mit draus gemacht. Aus 6 haben wir kurz 10 gemacht. Na gut, wer auch immer das abgegeben hat. Danke dir auf jeden Fall. Nehme ich mit, nehme ich mit. So, dann gucken wir ganz kurz hier rein. Guck mal, wir haben noch diese glatten Quarzsteine. Sehr gut. Und wir gucken mal ganz kurz Beton. Habe ich noch irgendwas, was wir jetzt... Game-Quiz schon machen können. Ja gut, da brauchen wir ein bisschen grüne Farbe, meine Freunde. Und wir brauchen ein bisschen weiße Farbe. Und dann würde ich sagen, holen wir jeweils einmal einen Stack raus, weil ich dann die kombinieren kann in einmal hellgrüne Farbe. Dann haben wir doppelt Ding. Dann haben wir doppelt gemoppelt, meine Freunde. Und wir brauchen 1, 2, 3, 4. Oh, dann haben wir. Kies brauchen wir. 1, 2, 3, 4. Ich schmeiß mal gerade ein bisschen Müll hier weg, meine Freunde. Ja. Verdammt, Alter. Wir haben wieder so viele Sachen, die wir eigentlich nicht gebrauchen könnten. Oh, sehr gut. Das hat alles gepasst. Hat alles gepasst noch, Leute. Und zwar habe ich vorgenommen, ich mache vielleicht so einen grünen Boden, ja? Und der grüne Boden wird so verlaufen, meine Freunde. Wir werden hier den Eingang einmal haben. Oh, und jetzt muss ich mal ganz kurz dieses grüne Ding hier, Leute. Mal dann mache ich einfach so. So, guck mal hier, Leute. Wir machen das alles hier einmal so. Oh, verdammt. So, dann haben wir hier einmal so den Boden hin. So. Dann haben wir jeweils immer 2 Stück Dinger hin. So, und jetzt haben wir hier, guck mal, jetzt haben wir hier den Boden einmal so. Dann würde ich sagen, dann geben wir einmal hier so Dinger hin. So. So, guck mal, Leute. Machen wir mal jeweils 2 hin. Und das wird so diese Gaming-Room-Dings sein. So, zack, 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 zack. So, dann haben wir hier eigentlich alles gemacht. Hier kommt dann 2 Podeste hin und dann kommen hier die Stühle hin. Ein Stuhl Nummer uno. Oh, warte mal, habe ich hier irgendwo... Oh, nein. Oh, nein. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Oh, ich habe mir einen kleinen Fehler gemacht, meine Freunde.
Hier haben wir einen kleinen Fehler gemacht. Aber das passiert, das passiert, das passiert. Das ist nicht schlimm. Bauen wir hier ganz kurz die Dinger ab. So, machen wir immer so, so und so. Dann war das, so mussten wir das dann bauen. Dann ist es gleich hier. Dann ist wieder alles gleich hier, meine Freunde. So, so. Nee. 1, 2, 1, 2. Und dann machen wir so, 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 so. 1, 2, 3, 4. So, genau, hier ist der Eingang dann. Dann machen wir einmal, oh, hoch, da ist ein zu viel wieder abgemacht hier. Da haben wir uns ganz kurz verbaut, meine Freunde. Aber dann haben wir hier so einen schönen Weg hier. 1, 2, 3, genau, jetzt funktioniert das Ganze auch wieder, Leute. Dann haben wir hier noch eine Quiz-Dings. Dann haben wir hier die Tische hin, dann müssen wir hier den Boden wieder abmachen. Ich will einfach nur ganz kurz sicher gehen, dass ich alles richtig mache. So, so, so. Okay, ja, Leute, guck mal, so sieht das alles schon mal viel besser aus, oder? Dann haben wir das Grüne, haben wir alles ja da. So, dann machen wir einfach hier den Boden hin. Zack, Leute, mit dem weißen Beton machen wir den Boden. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Ja, sieht doch mal schon viel nicer aus, meine Freunde. Das mit dem Grün machen wir natürlich gleich mit dem Wassereimer. So, so. Perfekt, dann machen wir erstmal hier alles so schön zu, ne? Damit das schon mal ganz gut aussieht. Dann mache ich noch eine Wall of Diamond hier hin. Ja, so eine Wall of Diamond. Können wir auch mal ganz kurz besorgen gehen. Und ich habe hinten, glaube ich, noch so ein paar Tische von denen. Aua. Immer knall ich irgendwo gegen. Dann gehen wir hier rein. Ja, guck mal hier. Perfekt. Wir haben noch welche übrig von denen. Nehmen wir mit, die beiden hier. Weil die wurden mal verhext hier, meine Villager. Ich weiß gar nicht, klappt das? Wie klappt das, Leute? Wie werden meine Villager verhext? Ist es wegen dem Raid, wo so der mal gekommen ist? Oder wie muss ich das Ganze verstehen hier, Mann? Wie muss ich das Ganze hier verstehen? Oh, brauchen gar nicht zwei. Wir brauchen gar nicht zwei. Wir können eins in der Mitte machen. So, und dann mache ich hier, Leute. Meine sehr verehrten Zuschauer, herzlich willkommen zum Abir-Quiz. Oh, das ist nice. Das ist nice. Das gefällt mir, meine Freunde. So, was wir aber jetzt brauchen, ist natürlich ein Wassereimer. Da lassen wir uns nicht lumpen, meine Freunde. Da wissen wir direkt, wo wir hin müssen. Und zwar zu den Eimer-Ding hier einmal. Oh, wir haben 9 Stück davon. Holy moly. Holy Macaroni to the Moni. So, aber nicht schlimm. Wir gehen einmal hier hin dafür. So, machen wir einmal den hier. Easy peasy. So, und dann gehen wir mal hier rein und machen einmal den hier. Oh, guck mal, Leute, jetzt ist hier grün alles perfekt. Emeralds sind am Start. Und da muss ich eigentlich machen. So, okay, was überlege ich hier, Leute? Jetzt müssten wir eine Wall of Diamond wollten wir machen, genau. Dafür muss ich einmal rübergehen zu meinen anderen Sachen hier. So, haben wir doch irgendwo. Oh, Entschuldigung. Ja, hier noch 5. Habe ich nur noch 5 davon? Okay, davon habe ich nur noch 5. So, dann machen wir mal kurz die beiden Spinnennetze weg. Dann brauche ich Leder einmal. Haben wir zu viel geflogen. Machen wir hiervon was. Jetzt kann ich mal den ganzen Beton erstmal wegmachen hier, damit ich wieder ein bisschen Platz im Inventar habe. So, jetzt brauchen wir Holz. Holz habe ich davon nichts mehr. Aber zum Glück, meine Freunde, haben wir noch ganz viel Bambus. So, 1 Stack, 2 Stacks, 3 Stacks, 4 Stacks, 5 Stacks. So, 5 Stacks haben wir jetzt auch am Start, meine Freunde. Und jetzt ist es eigentlich relativ simpel. Oh, nicht Emeralds, nicht Smaragde, sondern so, so, so. Oh, hoch. So und so. So, jetzt machen wir alles kurz hier so rein. Und dann machen wir die 31 da rein. Guck mal, dann passt das perfekt, Leute. Das passt doch hier einfach perfekt, meine Freunde. So, jetzt machen wir eine schöne Wall of Diamonds. Ja, ganz genau. Eine Wall of Diamonds machen wir jetzt dahinter, damit das nicht Schmalspur aussieht, wisst ihr? Und dafür fange ich hier so an. Ja, ja, ja. Oh, hoch, das war aus Versehen. Hier nochmal ganz kurz. So, und jetzt kommen die Diamanten hier rein, Leute. Und ich sag euch ehrlich, das ist keine Schmalspur hier. Wir sind keine Schmalspuren hier, ja? Oh, hoch. Oh. Guck mal, Leute. Die Wall of Diamonds. Herzlich willkommen zur Abir Quiz Show, meine Freunde. Und zwar, ganz einfaches Prinzip hier. Wer keine Schmalspur ist, kann hier was gewinnen. Und wer es nicht schafft, ja, wer vielleicht, sagen wir mal, eine Frage falsch beantwortet, der hat eine Teilnahmegebühr von 5 Diamanten. Wer denkt, dass er Ahnung hat, wie das Ganze jetzt so funktioniert hat, kann sich ja natürlich hier gerne testen. Und wer verliert, hat halt, ein paar Diamanten. Und dafür wollte ich, glaube ich, dieses dunkle Holz hier nochmal holen, Leute, für die Schilder. Da brauchen wir ganz kurz ab, Leute, sehen wir uns gleich wieder. Okay, Leute, jetzt haben wir uns ein bisschen hier von dem dunklen Holz was geholt. Und zwar habe ich ja vor, dann mit diesem dunklen Holz Schilder zu machen, mit grüner Farbe noch, ja. Werde ich euch mal ganz kurz hier zeigen. So, das reicht schon. Dann können wir das restliche Holz jetzt hier wieder reintun und ich wieder mal ein bisschen Holz habe zum Arbeiten. Hier. Dann kann ich wieder mehr Schilder machen. Die brauchen wir auf unser automatisches Lagersystem, was wir hoffentlich bald im Stream haben, Leute. Aber gerade haben wir auch angefangen, Sons of the Forest zu streamen. So, Amirs Quiz Show. 5 Dia. Warte mal. Teilnahme.
gleich 5 Dia, Gewinn gleich 20 Dia. So, haben wir das einmal, haben wir Quizshow. So, jetzt habe ich wieder, hey Leute, sag euch ehrlich, manchmal vergesse ich auch mal wieder hin und zurück zu laufen. Jetzt habe ich vergessen, die grüne Farbe zu holen. Das passiert immer wieder natürlich dem Besten, ne? So, dann gehen wir mal ganz kurz hier hin. Dann haben wir hier einmal unsere grüne Farbe, meine Freunde. Und zwar, wenn ihr grüne Farbe habt, ja, oder generell Farbe. Machen wir mal ganz kurz hier so, guck mal, dann leuchtet das so schön. Dann leuchtet das so schön, meine Freunde. So. Teilnahme 5 Dia, Gewinn 20 Dia. So ein Ding ist das hier. Auf ganz locker flockig, meine Freunde. So machen wir das ganz kurz. Perfekto. Perfekto, meine Freunde. So, dann machen wir mal ganz kurz noch. Holen wir uns mal diese glatten Quarzstufen hier. Slaps heißen die ja. Aua. So. Bin ich mal wieder los. Also, dann kommt man hier rein, hat man hier die Wall of Diamonds und dann kann man mäßig anfangen, da zu fighten. So, dann würde ich nochmal sagen, werde ich nochmal eine Umrandung an grünen, hier diese hellgrüne Trockenbeton machen und dann brauche ich wieder jetzt meinen weißen Beton. Den haben wir ganz kurz weggelegt, weil wir ein bisschen Platz gebraucht haben im Inventar, aber jetzt können wir das wieder antun, Leute. Ich sag euch ehrlich, das ist auch nichts Besonderes, was ich da mache jetzt, ne? Also, es ist wirklich nichts Besonderes, aber es ist einfach mal, dass wir einen Raum haben, wo wir die Quizshow abhalten können, meine Freunde. Und deswegen werde ich mal ganz kurz hier so hochgehen. Und jetzt werde ich hier eine Umrandung machen, ja. Eine Umrandung mit dem hellgrünen Zeug. Und dann machen wir, füllen wir das mit weiß aus, dass einfach nur von außen so cool aussieht, wisst ihr? Vielleicht mal schauen, ein bisschen was anderes. Mal schauen, mal schauen, mal schauen, meine Freunde. So. Jetzt haben wir unseren weißen Beton wieder. Guck mal, Leute. Ah, oh, das sieht auch schon mal. Ja, das sieht ja von außen auch schön aus. Die Leute fragen sich, warum das so ein hellgrünes Ding? Aber dann ist es ganz einfach, meine Freunde. Das ist ein hellgrünes Ding, weil hier einfach die Quizshows. Und statt irgendwie, weil es auch an meiner Mall passt. Mall ist ja auch so hellgrün, meine Freunde. Dann passt das. So, wir müssen natürlich auch Laternen noch machen. Oh, habe ich auch wieder schon ganz vergessen, meine Freunde. Laternen, sehr wichtig, ja. Dass wir innen drin auch alles beleuchten, dass hier keine Monster spawnen. Auf die habe ich nämlich gar keinen Bock. Ja, wenn da so ein Creeper während meiner Gameshow ist. Und wir brauchen ja auch Licht, Leute, ne? Ist ja, das sollte ja auch irgendwo klar sein. So, machen wir ganz kurz hier so hin. Ja, na super. Dann müssen wir das mal ganz kurz hier so, zack, hoch. So, so. So, 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 so. Leute, guck mal, so einfach kann man schönen Beton machen, ne? Sag ich ehrlich, gefällt mir halt, ne? Also diese Beton in Minecraft hat wirklich viel geändert. Ich finde das so schön, damit kann man so schöne Sachen bauen. So, zack, haben wir hier alles so erledigt. Dann fliegen wir mal ganz kurz wieder rüber. Holen unsere Fackeln raus, ja? So, muss mal gucken. Hier müsste ich Kohle haben. Ah, natürlich wieder. Ah, hier ist Kohle. Oh mein Gott, Leute. Habe ich kurz Angst bekommen. Sage ich euch ehrlich, so wie es ist. Mal Kohle. Dann gucken wir mal ganz kurz bei unserem Eisenfutzi. Haben wir wieder ein paar. Aua. Am Eisen. Haben wir Eisen. Ja, wir haben wieder über ein Steak. Und ich brauche, glaube ich, noch. Ich bin so ein Bummi manchmal, ne? Das könnt ihr euch nicht vorstellen, meine Freunde. Manchmal, da bin ich auch einfach ein Bummi. Manchmal, da bin ich auch einfach nur ein Bummi, der auch wirklich verdient hat, ein Bummi zu sein. Jetzt passiert mir das hier. So. 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 32. Laternen reichen erstmal für den Anfang. So, dann haben wir perfekt. Dann haben wir wieder einen neuen Totem. Zum Glück habe ich heute wieder zwei neue gefarmt. Das passiert auch wieder nur mir, ne? Das passiert wieder auch nur mir. So, 1, 2, 3, 4, so, guck mal, Leute, wenn der Raum jetzt nicht ausgeleuchtet ist, dann weiß ich auch nicht mehr, meine Freunde, vielleicht nochmal, hier der, ja, guck mal hier, brauchen wir den gar nicht mehr, Leute, dann brauchen wir den gar nicht mehr, dann mache ich hier so, so, herzlich willkommen zu einer neuen Quizshow, meine Freunde. Ja, Leute, so sieht's viel, viel nicer aus. So sieht's doch viel, viel nicer aus, meine Freunde. Dann machen wir mal ganz kurz so. Perfekt, Leute. Guck mal, hier ist die Quizshow. Ja, meine sehr verehrten Zuschauer. Herzlich willkommen zu Amirs Quizshow, meine Freunde. Und zwar die erste Frage ist, was wiegt mehr, 1 Kilo Gold oder 1 Kilo Federn? Dann sagen die, ja, Gold ist mehr schwerer. Dann sag ich, ha, ihr wart falsch. Und dafür kriege ich jetzt... 5 Euro, 5 Diamanten behalte ich. Das wird nice.
Haben wir auch pro Teilnehmer immer, sagen wir mal, wir machen Battle am besten auch, wisst ihr? Ein Battle. 5 Diamanten gegen 5 Diamanten, haben wir 10 Diamanten, dann Gewinner kriegt 20, haben wir 10 Diamanten, höchstens Verlust. Aber wenn wir gewinnen, dann haben wir 10 Diamanten einfach plus, ja? Da haben wir 10 Diamanten plus gemacht, wenn die ihre Fragen falsch beantworten. Ja, Leute, ich würde sagen, das ist, oder eine 5 Diamanten plus so, wenn jemand die Frage falsch beantwortet. Leute, ich würde sagen, das ist doch schon mal nice. Das ist doch schon mal nice. Haben wir das schon mal fertig gemacht, Leute? Meine Quiz-Dick-Show dürfte dort stehen, ne? Ich mache schon hier so ein bisschen Umrandungen. Wer weiß, müssen wir uns mal angucken. So, dann machen wir hier so ein Quiz-Ding, ja, Leute. Da müssen wir uns auch nicht jetzt mehr hier viel, ne? Da müssen wir uns auch nicht mehr so viel äußern hier. So. So. Leute, ja. Kommt da rein spaziert zu meiner Game-Show. Lasst gerne ein Like, Abo und Share abonnieren. Wenn ihr denkt, dass wir das Ganze durchziehen sollen, welche YouTuber sollen wir zur Quiz-Show einladen? Schreibt es in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal, euer Craftmir.